Ich habe ein Déjà-vu von ATR Staffel 3, 2. Dann fahren wir nicht 25 Tonnen Chlor, sondern... leer. Ich finde es schade, dass es halt nicht angezeigt wird, so dass es als eigene Dings da, so wenn das jetzt Chlor wegfällt für nix. Aber ich glaube, ich werde ihn halt auch dann rausnehmen. Wenn das nicht so häufig ist. Andererseits haben wir bald unseren eigenen LKW, dann können wir das, es ist noch angenehmer, als wenn wir jetzt nur Schnellaufträge machen. Weil man es bei Schnellaufträgen halt nicht so direkt sieht. Also an sich habe ich ja nichts gegen den Mod, ansonsten würde ich nicht reinpacken. Hätte ich hier nicht reingepackt, aber ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht angezeigt wird, von wegen leerer Container, Trailer oder sowas in der Richtung. Und dann, dass da steht, was weiß ich, eine Tonne, zwei Tonnen, wie auch immer. Das ist halt nur eine Feinheit oder so eine Kleinigkeit, aber. Ach, ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen schade. Also wieder, ich glaube, ich lasse den drin. Ich werde dann einfach, wenn ich gleich wieder Chlor oder sowas habe, wenn ich Chlor nicht nehme. Zumindest so lange nicht, bis wir einen eigenen LKW haben. Dann sieht man ja, was das ist und kann das dann so gesehen die Story drauf aufbauen. Hat dann halt nicht so das... Oh, hab ich sogar schon geschlossen. Wow. Mal von Friedrichshafen nach Esbjerg fahren. Das ist wirklich Esbjerg. War das Esbjerg? Das muss ich mal nachgucken. Ja, Esbjerg. Gab es eigentlich noch was anderes mit E? Nee. Esbjerg, yeah. Endlich mal was richtig gesagt. Naja, nach dumm kommt doof. Hashtag der war doof. Ne, nach müde kommt doof, so war das. Oder? Ich weiß schon einmal, was ich gesagt habe. He did. Okay. Also habe ich es wahrscheinlich gesagt. Weil den leeren Trailer mit dem, dass man so Probleme hat, den leeren Trailer zu ziehen, das macht halt gar keinen Sinn. So, dann kann ich halt immer noch sagen, okay, wenn man einen LKW hat, dann sieht man ja, okay, das und das ist der Trailer, den man dann fährt. Hm, okay, das sind jetzt 25 Tonnen. Nee, das macht keinen Sinn, 25 Tonnen, wenn das so drei, sagen wir mal, ja, bis 8 Tonnen kann man schon noch sagen, okay, dann nehme ich halt einen leeren Trailer mit. Weil dann hat man auch das Gefühl, dass man einen leeren Trailer hat, weil so, da kommt man ja kaum voran. Wenn man dann noch den besten Motor und so weiter hat im Truck, fuck off.
und Probleme hat, irgendwie von einem Fleck zu kommen. Das ist halt doch schon ein bisschen blöd. Und nicht ganz in der Sache. Okay, dann fahren wir halt erst Richtung Aalborg und... Achso, Esbjerg kann man ja auch in die Landstraße fahren. Also, das ist ja Landstraße, die Küstenstraße. Das wäre jetzt die Küstenstraße hier rechts. Die wir sonst hinfahren können. Ich folge einfach mal stumpf dem Navi. Weil das mir die beste... Also, das zeigt mir ja die beste Strecke aus. Oder die kürzeste, oder die irgendwas. Beste oder irgendwie sowas um den Dreh, und da kann man doch folgen. Autsch. Gleich werden wir wieder gibt es jeder bitte. Aber in dem darf man natürlich keinen Retarder drin haben. Richtig retarded hier. Mehr Gasflamme weg ist, dass die kommen. Wir sind auch sogar schon gewesen. Schade, dass mein Remote Control kaputt ist. Man kann ja jetzt das Licht anmachen, man müsste nicht dafür aufstehen. Schon sagen, ich bin echt überrascht, dass wir bei der zweiten Staffel von American Truck Simulator, dass wir dort doch schon nach 15 Folgen unseren ersten eigenen LKW hatten. Hätte ich nicht gedacht. Gut, wir haben wahrscheinlich nicht so viel Scheiße gebaut mit. Wir haben jetzt auch gut 22.000 mehr, also wir hätten jetzt auch schon den LKW gut so gut wie drin. Nach dieser Trailmail drin.
wäre das zwar auch Folge 20 oder sowas gewesen, aber oder Folge 18, 19, aber immerhin auch nah dran. Ich frage mich, warum ich dann bei Staffel 2 von ETS 2 so Probleme hatte. Da sind wir ja auch, gab es ja auch, keine Ahnung, über 20 Folgen von. Okay, es gab doch Feuerwehr, also eher Dings da waren. Notarzt. Aber offenbar nur in Dänemark. Oder der sieht mit Schweden und Norwegen zu gleich aus wie der mit der Polizei. Oder man hat einfach noch keinen gesehen. Oder es gibt keinen. Man weiß nicht. Aber sie wussten zumindest, wo das Gaspedal ist. Und wie man es nutzt. Haben wir auch Kühe auf der Weide? Ist aber halt auch Norwegen, Quatsch. Ist nicht Norwegen, ist Dänemark. Da kommen wir die gute Ahlermilch hin. Also, meine ich zumindest so von dem Spiel und so. Und sehen wir, das ist Gras grün und da können die Kühe gut weiden. Ich bin Irland. Moment, apropos Irland. Ich muss mal kurz auf der Karte gucken. Irgendwie habe ich gerade Irland im Kopf. Oder habe ich es wegen was anderem im Kopf? Ich habe es wegen was anderem im Kopf, genauso wie Island. Dann habe ich halt immer noch so das im Kopf, was SR Software so an DLCs planen könnte. Also. Da wäre Island, aber Irland. Die machen ja gerade schon das Baskenland, also Lettland, Estland, Litauen. Und wahrscheinlich dann noch was. Zur Anknüpfung wahrscheinlich, Moment, Polen. Ist dann von Polen direkt drin. Aber dafür die Baskenländer, oder? Die machen sie ja gerade. Aber zumindest das wird ja das nächste große DLC werden. Nicht wie vermutet wohl die Adriaküste im gerechten Sinne, aber die Adriaküste wird dann wahrscheinlich dann rauskommen, oder eher so dann kommen, wo spekuliert wurde, dass das Baskenland kommt. Aber wahrscheinlich wollen sie erstmal noch nach Osten ausbauen, heißt erstmal Baskenland, wahrscheinlich irgendwann später dann. Vielleicht geht es dann nochmal in den Süden, vielleicht Spanien, Portugal oder Griechenland und danach nach Russland. Also mal schauen. Mal schauen, wie die das von SDS Software so planen. Ich vermute aber mal, dass wir vorher noch... ich weiß nicht, Oregon wurde halt vorher schon gespoilert oder vorher schon geteased. 2-3 Wochen vorher, glaube ich. Also ich vermute mal, dass wir eventuell, bevor wir Oregon bekommen, dass wir obwohl... Ja, mal schauen. Entweder bekommen wir erst Oregon, dann also Oregon für ATS, dann die Baskenländer für ETS 2, dann Spezialtransport-Dings da für ATS, oder wir bekommen erst ATS, Spezialtransporte, Oregon und dann ETS für die Baskenländer. Und halt davor dazwischendurch nochmal ein paar Paintjobs oder irgendwie sowas. Vermute ich jetzt zumindest mal so wie es halt schon geteased wurde. Also das erste, die Variante A wäre halt in der Reihenfolge, wie es geteased wurde oder verkündet wurde, und das andere wäre so, wie ich es mir holy moly vorstellen könnte, wie sie es halt vom Zeitplan hinbekommen. Also das ist ja wahrscheinlich, auch wenn sie später angefangen haben, vielleicht mit
Aber mit dem Teasen von Spezialtransporte für ATS, dass sie wahrscheinlich eher rausbringen können als eine Map, weil es wird wahrscheinlich einfacher zu programmieren sein als eine komplette Map, die dann halt nicht nur gemappt werden muss, sondern halt auch Aufträge vermutlich auch noch ein paar neue Trailer und neue Paint Jobs und so weiter und Bugfixes von einem ganzen Map, weil die Oregon ist ja nicht, also es ist halt mehr Arbeit, weil mit Bugs und so weiter als mit ein paar Trainern. Bei Trailern sind es halt nur die Trailer und beim anderen ist halt alles, was neu dazu kommt. Auch die KI und so weiter, die halt natürlich auch drauf angepasst werden muss, sofern es neue Prefabs gibt. Deswegen vermute ich mal, dass wir erst in den Genuss von Spezialtransporte bekommen. Spezialtransporte für American Truck Simulator kommen. Vermutlich bauen sie so, sie so ähnlich auf wie von ETS 2. Von daher haben sie da ja auch schon Erfahrung mit. Also gut, haben sie ja mit Maps auch, aber es lief halt auch ganz smooth. Und dass wir vielleicht dann im Abstand von 2-3 Wochen oder einem Monat vielleicht, dass wir dann Oregon bekommen und dann 1-2 Monate später dann das Baskenland. Oder vielleicht machen sie es auch sogar so, dass wir dann quasi Oregon bekommen und eine Woche später Baskenland. Oder andersrum. Um einfach noch mehr Spieler halt ins Spiel reinzubekommen. Aber ich vermute mal, dass sie erst das so machen werden, dass sie ATS pushen werden, indem sie Oregon rausbringen, nachdem sie ein bisschen das pushen konnten durch die Spezialtransporte. Aber es ist nur eine Theorie von mir. Ob das so oder so ähnlich kommt, wird die Zeit zeigen. Wir können auf alle Fälle gespannt sein, was die nächsten Jahre noch von SCR Software uns auf den Bildschirm gezaubert wird. So, wir sind bei in Esbjerg. Also wir sind schon fast auf der Fähre nach. So, ich mach mal eben schnell Licht an nach England. Das muss nicht stolpern. Ja. Beruhig dich. Ach, schön mal wieder schöner Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang der neuen Engine und Skybox von SCR Software. Okay. Soll man denn da schon wieder anhalten können?
erstmal unbegreiflich. Warum muss das jetzt wieder so wackeln? Weil das so merkwürdig dort wahrscheinlich gebaut wurde von den Höhenmetern. Vermute ich jetzt einfach mal. Mann. Moment. Nee. Hä? 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 Nee, Marie. Müssen. Hä? Müssen wir jetzt zur Marina oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich glaube nicht. Oh, dieses verdammte Navi. Moin moin, der deutsche Kriegero. Der Trail ist aber verdammt schwer. Da ist doch bestimmt keine illegale Ware drin, dass den so schwer macht. Echt, wie kann man diese Schritte verpassen? Übersehen oder was auch immer. Indem man dem blöden Navi folgt. Richtig. Ab nach... Und da ist die Maus. Ab nach Hull. Aha, ist die Woche vorbei? Scheint so. Bin gespannt. Was da so für neue Thumbnails rausgezaubert werden. Was werden wir lustige Wochen? So, oh, Moment, ich habe vergessen. England, nicht nur Linksverkehr, sondern auch hier Miles Power und so. Wollen wir natürlich umstellen in Meilen, damit wir alles richtig haben, zumindest was die Geschwindigkeit und so betrifft. Und die Länge der Strecke. Erster Aufenthalt in Hull. Erwarten war. Das auch gerne ein bisschen schneller fahren als 10 Meilen pro Stunde.
der Schreuder. Schreuder des Todes, würde ich mir schon was sagen. Ja, muss man richtig aufpassen. Was auch immer das Hidit meinen soll. Ist das Werbung für einen Film oder was? Für eine Serie? Warum Hidit und mit und so schwarz-weiß und mit Strophand? Dann wollen wir mal nach Manchester. Nach Plymouth führen. Glaube ich. Oder auch nicht. Sagen, lass mich bloß nicht rein. Das war jetzt nicht die feine englische Art, den Verkehr zu blockieren. Aber passiert mit 25 Tonnen nichts hinten drauf. Das muss ich dann mal wieder verbremst. War da noch Birmingham, oder? Ne, nach Manchester meine ich. Hauptsache, wir kämpfen uns immer wieder den Berg hinauf und wieder runter. Vor allem mit. Bestimmt haben wir irgendwie Koks unter den Rädern oder in den Reifen. Oder irgendwie soweit. Muss doch eine illegale Fracht sein. Kann doch nicht angehen, dass es einfach 25 Tonnen sind. Gut, dass wir nicht angehalten wurden bei der Grenze.
Die hätten sich bestimmt gewundert, warum auf unserem Fachpapier ein Schild für Klo durch die Gegend war. Und vor allem, warum wir für eine nur einen Trailer 12.000, knapp 13.000 bekommen? Das wäre dann wieder die nächste Frage gewesen. Wieso kriegen wir so viel Geld? Haben wir irgendein Risiko bei der Fahrt, bei der Tour? Mal die R1 mal fahren wir jetzt in London. Nee. Wir sind nördlich von Sheffield. Jetzt fahren wir erstmal die A1 Richtung Motorway 62, um dann auf dem Motorway 62 nach Birmingham zu fahren. Nach Manchester. Wieso komme ich mal auf Birmingham? River Calder. Oje, was ist das denn? Was für ein Geil soll das darstellen? Steht ja zumindest schon mal ein bisschen länger, also das steht schon mal fest. Das ist allerdings neu. Uiuiui, was machen die denn da?
Zweifel dürfen wir erstmal hinter Autores hinterherfahren. Denn der scheint auch noch Menschen zu wollen. Bei mir abfahren oder warum fährst du so dicht da an, warum scherst du so dicht ein? Frage beantwortet. Paycheck. Ich frage mich echt, ob ich heute eine perfekte Tour gefahren bin. Also ohne Geldabzug auf alle Fälle, was jetzt die Fracht betrifft. Aber ich glaube nicht, dass ich es hinbekommen habe, was jetzt was schon mal drauf, was jetzt sonstige Schäden betrifft. Hey, go. Hey, go.